Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever, Schrägstrich Train Fever, denn ich habe vor, in diesem Let's Play nur Züge zu benutzen, damit wir hier ein Achievement bekommen, das da heißt auch Train Fever. Wir gucken mal ganz kurz, das hier ist es, Train Fever, benutze ausschließlich Züge bis ins Jahr 2000. Eigentlich nicht so schwer, allerdings habe ich mir hier den schwersten Schwierigkeitsgrad eingestellt und dann wird das Ganze natürlich ziemlich happig. Zusätzlich gibt es noch ein anderes Achievement, das sehr interessant ist. Antique, behalte einen Zug, den du vor 1900 gebaut hast. Ja, und wenn ihr auf meinem Kanal schon mal nachgeschaut habt, beziehungsweise vielleicht wisst ihr es auch, weil ihr es gesehen habt, ich habe eine ganze Let's Play-Reihe mittlerweile gemacht, wie wir versuchen, auf dieser Karte irgendwie das auf die Reihe zu kriegen, mit den ersten Zügen, die zur Verfügung stehen. Und das hat partout nicht funktioniert. Dann habe ich die ersten Züge, die wirklich Gewinn machen, gebaut und hier angeschlossen und selbst das funktioniert gerade und gerade so. Und ich hoffe, dass diese Folge jetzt nicht in der Let's Fail-List landet, sondern in der ersten richtigen Let's Play-List und ja, wenn dem so ist, dann, oh Gott sei Dank hat es endlich geschafft. Aber das darf ich eigentlich erst sagen, wenn wir soweit sind. So, die erste Sache, die wir hier machen werden, ist, ich werde hier eine kleine Straße von da nach da bauen. Wie gesagt, das habe ich alles mittlerweile tausendfach ausprobiert. Achso, und ich habe meinen kompletten Kredit zurückgezahlt erstmal. Jetzt werden wir wieder einen neuen Kredit annehmen. Einfach damit ich jetzt die Zeit, die ich abwarten musste, keine Kosten hatte. Man kann im Hauptmenü auch einstellen, das Startjahr. Und dann hätte man aber trotzdem 1880 wählen müssen. Also bis 85, in dem Jahr, wo die interessante Lok erscheint. Da hätte man dann trotzdem Kosten. Also Kredit zurückzahlen, bis zu diesem Jahr warten und jetzt wieder Kredite aufnehmen. Beziehungsweise wir nehmen erstmal die ganzen Kredite zurück. Drücken mal hier auf Play, damit es dann auch wirklich 85 ist und wir die ersten paar Zinsen nicht sinnlos in den Ofen schießen. Komm, verschwinde. So, einen Tag noch und dann ist es soweit. Ach nee, der Dezember hat ja 31 Tage. Okay, dann zwei Tage. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir diese wunderschöne Lok, die uns hoffentlich zu Ruhm und Reichtum führen wird. Ja, wir bauen jetzt eine kleine Straße. Das hat damit zu tun, dass wir hier den ersten Bahnhof hinsetzen werden, der unser Industriegebiet versorgen soll. Und, achso, jetzt können wir wieder Kredite aufnehmen. Nicht vergessen. Ich bin mal optimistisch, 6 Millionen müssten reichen. Und vielleicht können wir sogar noch weit runter. So, das machen wir mal so knapp wie möglich. Beziehungsweise wir können es auch ein bisschen günstig machen. So, das sieht gut aus. So, und jetzt reißen wir das Stückchen Straße weg. Und dann setzen wir hier unseren Bahnhof dran. Der soll dann auch später Passagiere transportieren. Deswegen bauen wir den gleich so, wie wir dann später haben möchten. Viergleisig mit zwei Straßenanschlüssen. 160 ist okay. Und wir gucken mal, dass wir hier möglichst viel von der Stadt mitnehmen. So, mit M&N kann man hier den Bahnhof rotieren und mit Shift gedrückt halten kann man das alles noch ein bisschen feiner machen. So, ich hoffe, wir kriegen hier wirklich ganz viel mit. Na, hier sehe ich noch ein paar Industriegebäude, die kriege ich partout nicht. Kriege ich die noch irgendwie rein? Mal sehen. Was müsste ich denn tun, damit ich die reinkriege? Den Bahnhof hier drin bauen, selbst das bringt nichts. Oh Gott, hier müsste ich den Bahnhof hinsetzen. Da kann ich ja gleich hier was wegreißen. Hätte ich das vorher nicht wegreißen müssen. Moment mal, wenn wir hier zum Beispiel, dann müssten wir nur das eine Haus wegreißen. Hätten wir, selbst dann würde was fehlen, hier davon. Ein Gebäude wird entfernt, aber nur das eine. Na, ich bezweifle wirklich, dass das jetzt die Ultima Ratio ist. Die 300.000, aber die könnten sich lohnen. Nee, außerdem steht dann der Bahnhof ganz bescheuert. Also wir lassen es dabei, was ich ursprünglich geplant hatte. Der Bahnhof kommt hier hin, schon so knapp wie möglich, dass wir einigermaßen eine Chance haben, hier so viel wie möglich mitzunehmen. Und, ja, war auch nicht möglich. Okay, das ist es jetzt. Ja, wir haben es geschafft, den ersten Bahnhof zu setzen. Und ja, das wird der Beginn unseres großen Imperiums sein. So, dann brauchen wir einen anderen Bahnhof. Hier einen Güterbahnhof, der hat nur drei Gleise, braucht nur einen Straßenanschluss. Und der wird hier an die Ölquelle geschlossen.
mal auch ein bisschen näher setzen. So. Ja, jetzt sehe ich natürlich, das hier sieht ein bisschen bescheuert aus. Das hätte man optimaler lösen können. Aber das wird schon klappen. Hoffentlich. So, und der letzte Bahnhof, der braucht nur ein Gleis. Achso, jetzt habe ich vergessen, die Bahnhöfe zu verkürzen. Na, vielleicht klappt es auch so. So, den setzen wir hier hin. Und jetzt verbinden wir die ganzen mal. So, das ist einigermaßen in Ordnung. Können wir auch nichts sparen. Hier, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Gucken, ob wir hier vor der Straße rauskommen. Okay, mit einer ziemlich scharfen Kurve, aber das ist in Ordnung. Und die ist jetzt mal jetzt hier dran. Können wir mit M&N noch ein bisschen hier Geld sparen und die Gleise dem Gelände ein bisschen anpassen. Na, das wird schon in Ordnung sein. So. Passt. So, und jetzt setzen wir unsere erste Lok dran. Ein Depot. Hier dran. Und dann hat sich als relativ gut erwiesen, die Lok, die ich, von der ich schon die ganze Zeit rede, von der ich immer wieder rede, und 11 Wagen. Sage und schreibe 11. Klicken mal den Zug an und gucken hier auf die Details, dann kann ich die Wagenzahl besser überwachen. So, und wir haben genau 2 Millionen übrig. Sind's, na, es... Naja, nicht ganz 2 Millionen. Sehr, sehr schade. Aber immerhin, wir haben 4,5 Millionen. Das ist genauso viel, wie ich nach meinem Testspiel hatte. Allerdings haben wir noch das Jahr 1885 und nicht das Jahr 1899. Von daher sollten wir relativ schnell wieder reinkommen. Und du kriegst jetzt eine wunderschöne neue Linie. Die fängt hier an, dann transportierst du das Zeug hierher und dann hierher. So, und dann sollten wir auch relativ schnell dahin kommen, dass wir den Kredit auch zurückzahlen können und jede Menge Geld mit der Linie machen. So, ich starte mal das Spiel und wir überwachen jetzt diesen Zug. Nein, ich will den Zug haben. So, jetzt aber. Am Anfang macht er natürlich Verlust, richtig viel Verlust. Aber das sollte sich relativ schnell wieder legen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist zu überwachen, ist diese Linienoption hier. Da kann man nämlich die Rate sehen. Die ist jetzt noch ein bisschen übertrieben groß, aber mit der Rate kann man übrigens überwachen, wie gut hier die Versorgung ist. Beziehungsweise, ja, diese Versorgung sollte ungefähr mit dem hier übereinstimmen. Stimmt nicht ganz überein, aber es ist ein sehr, sehr guter Richtwert, nach dem man sich richten kann. Was macht man sonst mit Richtwerten? So, und ich werde hier das Ding ein wenig micromanagen. Zumindest bis ins Jahr, sagen wir mal 87, vielleicht auch noch 88, damit er jetzt nicht so oft leer fährt, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt am Anfang geht es nur darum, die Ölraffinerie mit Öl zu füllen. Ja, sonst wird da eh nichts. Und wenn wir dann ein bisschen hier gefüllt haben, dann lassen wir auch mal Treibstoff hier drüber fahren. Aber das muss ich erstmal noch einpegeln. So, ich halte jetzt mal die Klappe. Ab und zu werde ich hier auf Wenden drücken, wenn es angebracht ist. Und bis dahin werde ich das Spiel ein wenig bei euch beschleunigen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt das Jahr 1889 und ja, ich bin zufrieden. Das sieht doch so aus, als könnten wir darauf aufbauen. Ja, wir sind wieder aus dem Minus raus. Unser Zug macht summa summarum
um die 300.000 Gewinn. Das sollte jetzt hier am Anfang noch sozusagen ein schlechtes Jahr sein und das hat sich erstmal eingerenkt. Was ich ein bisschen seltsam finde, sehr seltsam, ist, dass hier die Betriebskosten von hier nach hier gesunken sind. Das sollte eigentlich überhaupt nicht sein, aber ansonsten ist der Anstieg der Betriebskosten relativ moderat. Da muss man auch mal wieder ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, hier geht es ja noch einigermaßen. Die Linie selbst macht ungefähr 500.000 Gewinn. Also sobald mal diese lästigen Zinsen los sind, dann geht es richtig ab. Und wir haben noch 10 Jahre Zeit. Das sollte bei diesem Ertrag hier relativ gut sein. Ich denke mir mal, dass wir uns rund 95, also im Jahre 1895, uns dann leisten können, dass wir aus eigener Tasche ja eine Verbindung nach Portland etablieren und dann setzen wir schon den Zug drauf, der dann unser Achievement sein soll. Ein Personenzug von Quent Breuer nach Portland, der da einfach hin und her tingeln soll und quasi uns ein bisschen Geld am Anfang macht und später dann einfach nur dazu da ist, so als Souvenir oder Touristenmagnet. Egal, sowas gibt es in Transportfever eigentlich nicht, aber wir bilden uns das mal ein. So, du machst... Wieso habe ich das eigentlich geschlossen? Ja, okay, weil es jetzt erstmal keine Informationen für uns gibt. Doch, im Prinzip müssen wir hier uns bereithalten, um Kredite zurückzuzahlen. Für den Fall, dass das ganz knapp nur ist. Ja. Müssen wir bereit sein. Was ein bisschen seltsam ist, dass der hier nur 63 Treibstoff hierher transportiert. Das wird damit zusammenhängen, dass diese Stadt einfach nicht mehr braucht. Wir sehen hier 104 insgesamt und nur 93 werden hingeliefert. Das hängt damit zusammen, dass ein paar Industriegebäude halt nicht von dem Bahnhof erreicht werden. Ich habe es ja probiert, aber ja. Jetzt hätte man sich wirklich fragen können, ob wir die 300.000 ausgeben hätten sollen. Ich verneine es einfach mal. Ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Außerdem werden wir dann später nach Portland liefern und ja, eine Weile kann das, kann die Ölraffinerie das auch aushalten, dass hier immer mehr Öl ins Lager geliefert wird. Wir machen ja den ersten Fahrt ordentlich Gewinn. Und guck mal, jetzt liefern wir sogar 70. Also so ganz leer läuft das auch nicht. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir hoffentlich rechtzeitig hier auf Zurückzahlen klicken. Eventuell habe ich das sogar schon verpasst. Eventuell ist das schon vorbei gewesen. Naja, es wird ziemlich knapp, aber ich glaube, wir können jetzt in diesem Jahr noch was zurückzahlen und haben dann noch ein bisschen weniger Zinsen. Komm, Zug, beeil dich. Beeil dich. Ich drücke jetzt einfach hier drauf in der Hoffnung, dass das noch rechtzeitig... Naja. Okay, wir haben den Kredit zurückgezahlt, aber nicht rechtzeitig für die Abrechnung. Egal, trotzdem, wir sind jetzt dabei, den Kredit zurückzuzahlen nach nur 5 Jahren. Immerhin, also läuft doch eigentlich sehr gut. Und in diesem Jahr sollten wir es jetzt noch einmal hinkriegen, eine Rate zurückzuzahlen. Und ja, jetzt warten wir einfach mal wieder ab. Mal gucken, wie weit das jetzt, wie weit wir jetzt noch kommen. Thank you.
Okay, wir sind jetzt wieder im Jahre 1899 und wir stehen im Prinzip genau da, wo ich mit meinem Testspiel auch stand. Nämlich, wir haben einen Zug, der einigermaßen gut Gewinn einfährt. Jetzt sieht das erstmal nicht so viel aus wie auf meinem Testspiel. Allerdings ist die Lok jetzt sage und schreibe 14 Jahre alt und die Betriebskosten hauen ganz schön rein. Die sind jetzt deutlich gewachsen, hier mittlerweile über 600.000. Ja, und das ist auch dann, also kein Trost, dass wir immer weniger Kreditzinsen zahlen müssen. Das haut einfach rein. Das ist aber nicht so schlimm, wir haben trotzdem eine super Ausgangslage, wir haben kaum Darlehen. Also wir müssen natürlich jetzt wieder was aufnehmen für das, was wir als nächstes vorhaben, aber es geht, es geht, es geht. Ja, ich denke mal, damit kann man arbeiten. Ja. Was genau wir machen, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich denke mal, das hier hat sich einigermaßen gelohnt. Ich werde jetzt alles mal schließen. Achso, das hier habe ich übrigens aufgemacht und ich habe die ganze Zeit die Stadt beobachtet, um einfach mal festzustellen, ob das Anliefern von Industriegütern irgendwas bringt. Und mein Gefühl sagt mir, nein, in diesem Fall hat es gar nichts gebracht. Allerdings bei meinem Testspiel hatte ich das Gefühl, es hätte was gebracht. Ich hatte auch beim Testspiel das Gefühl, dass die Stadt wesentlich größer geworden wäre als jetzt bei diesem hier. Das ist natürlich schade, wenn das nicht so ist. Vielleicht liegt es an der Position des Bahnhofs, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Gründe. Wir können ja nochmal gucken. Ja, diese drei, mittlerweile vier Industriegebäude, die werden nicht erreicht, aber das kann es ja nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Okay, diese Industrie hat auch gar keinen Bedarf mehr an irgendwas. Ja, hier werden zwei Arbeitsplätze nicht erreicht. Also nur das Ding hat im Prinzip. Wenn wir uns nochmal hier die Versorgung anschauen. Na, klick mal auf... Achso, ich habe die Stadt schon angeklickt. Ja, ein bisschen mehr könnten wir theoretisch versorgen. Naja. Ich bin trotzdem so einigermaßen zufrieden. Das hier läuft noch voll. Das hier funktioniert wenigstens überhaupt. Also von daher sollten wir uns nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Die Rate von dem Ding, das scheint irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, das stimmt sehr, sehr gut überein. Aber hier... Also das Ding haut jährlich 130 raus. Angeblich transportieren wir 150. Die Stadt braucht aber nur 104. Naja. Vielleicht sollte ich mich von dem Gedanken, dass diese Rate irgendwas aussagt, verabschieden. Aber sie gefällt mir eigentlich. Als Maß der Dinge gefällt sie mir immer noch ziemlich gut. Deswegen, so schnell werde ich davon noch nicht loskommen. Und bevor ich noch mehr rumschwafel, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Transport Fever. Es sieht nicht schlecht aus bei meinem Let's Play für Train Fever. Wir haben es endlich geschafft, eine Route zu etablieren, die mir einigermaßen gefällt. Und wir haben noch ein Jahr Zeit, einen Zug zu bauen, der dann 100 Jahre halten soll. Also, naja, nichts leichter als das. Und was machen wir heute? Wir werden dafür sorgen, dass wir im Prinzip da rankommen. Dieser Zug ist gerade und gerade, entladen. Ich werde jetzt einfach mal mir den Spaß gönnen und dich ein wenig herausfahren lassen. Und zwar so weit, bis ich das hier abreißen kann. Und dann werden wir den Teleporter-Trick, den ich inzwischen gelernt habe, benutzen, um dich immer weiter fortzuführen. So, das müsste ausreichen. So, und jetzt wirst du ein wenig nach vorne teleportiert. So, bis hierher. Sehr schön. Und hier werden wir neue Gleise verlegen. Und zwar von hier nach hier. Wie sieht das aus? Das sieht furchtbar aus. Aber, ja, das könnte funktionieren. Sehr großes könnte. Wir machen erstmal von hier aus. Wir wollen eine relativ weiche Kurve haben. Es ist trotzdem nicht so ideal. Vielleicht gehen wir doch von hier aus. Und wir wollen dann später doppelgleisig sein. Wir könnten auch diese Straße wegreißen und dann wirklich diesen großen Bogen fahren lassen. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja auch nur 66 haben. Ja, dann machen wir das doch so. Hier ist es ja noch okay mit Geschwindigkeit. Und mal gucken, was wir hier haben. 51? Ja, das tut weh, aber 71... Ja, jetzt lassen wir es einfach so. So. Und doppelgleisig. Mal gucken... Brauchen wir das jetzt noch, ist die Frage. Eigentlich schon. Wir machen es gleich mal. Warum nicht?
So, und krieg mal hier eine Kreuzungsweiche rein. Krümmung zu groß. Ja, Krümmung müsste jetzt okay sein. Bau nicht möglich. Steigung zu groß. Ach, das kennen wir ja, das alte Spiel. Das alte Steigung zu groß Spiel. So. Bauen wir halt zwei Weichen nacheinander. Und jetzt brauchen wir hier noch einen neuen Bahnhof. Ja, die Stadt hat sich nicht wirklich weit entwickelt. Ich guck mal gerade, wie das hier aussieht. Ja, hier habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Stadt eher zurückgeht, als größer wird. Aber das wird sich jetzt alles ändern. Mit unserem neuen Transporter von Personen und Gütern, den wir hier etablieren werden. Oder wir machen zwei Linien. So, erstmal brauchen wir hier wieder einen viergleisigen Bahnhof mit zwei Straßenanschlüssen. Und den werden wir da reinsetzen. Erstmal nehmen wir ganz viel Kredite auf. So, Maximum an Krediten. Jetzt ist sowieso alles egal. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier so nah wie möglich wieder diesen Bahnhof platzieren. Ja, das ist ein bisschen zu weit weg. Wir könnten es auch hier machen. Ja, eigentlich wäre das auch nicht so schlimm. Da unten die Gebäude werden eh irgendwann entfernt werden. Aber das sieht jetzt erstmal okay aus. Ja, mach mal so. So, hier ein kleiner Straßenanschluss. Auch gucken, dass der so einigermaßen gerade ist. Und hier einer. Sehr schön. Und dann hier das Schachbrettmuster ein bisschen erweitern. Okay. Und hoffentlich funktioniert das alles. Ich habe das schon so oft gemacht, aber naja, dementsprechend weiß ich auch, wie oft das fehlgeschlagen ist. Und wie empfindlich das alles ist. So, zwei Gebäude werden entfernt. Das ist nicht das Schlimmste. Wir haben wieder so einen komischen Bogen. Der ist eigentlich viel, viel schlimmer. Und wir haben wieder das Problem mit der Straße hier. Okay, dann machen wir es so, wie wir es in dem einen Spiel schon mal gemacht haben. Wir gehen hier einfach raus. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich wirklich nicht schlecht. So, wie sieht es hier aus? Das will ich nicht sehen. Also wir reißen das Stückchen Straße hier ab und gehen da raus mit den Gleisen. Das müsste ja funktionieren. Nein. Brechen. So. Müsste dann auch... Na, wir machen gleich von hier aus. Dann haben wir das Problem nicht. Hier so knapp wie möglich raus. So, dass gerade keine Kollision entsteht. Und dann hier das zweite Gleis raus. Ich weiß nicht, wie viel uns das jetzt kosten wird mit dem zweiten Gleis. Da bin ich ehrlich gesagt, ja, ein bisschen wieder vorschnell. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier vernünftig reinkriegen. Oder ob er da irgendwas komplett Bescheuertes bauen will. Na, einen kleinen Kreis will er noch bauen, aber der sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus wie der erste. Wir müssen jetzt hier rein. Ja, da will er drei Gebäude entfernen. Moment mal, wir müssen erstmal von dem Ding, von im inneren Kreis aus, das ist, ich sehe gerade, da könnte noch ein Gebäude geschont werden, nämlich das hier. Wenn wir es so machen. So. Das andere müssen wir ja nur ansetzen. Das ist ja schon klappen. So. Das letzte Gebäude, was entfernt wird. Und... Na, hier wird es eh nichts mit... Weiche. Nee, Krümmung zu groß, das sehen wir ja schon. Ja, vielleicht klappt's hier. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, das klappt sogar mit Doppelweiche. Und hier müssen wir das wieder ganz machen. Bevor ich das aus Versehen wieder vergesse. Nur 5000 kostet es uns nur. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Aber das hatte ich häufig. Das hat leider nichts zu sagen. Aber trotzdem, ich habe ein gutes Gefühl, das ist doch schon mal was. Jetzt hier eine Doppelweiche rein. Hier eine Doppelweiche. Oh, das ist wunderschön. Bau nicht möglich, das ist nicht so schön. Ja, ich freue mich. So, und ein Depot brauchen wir jetzt, ein neues. Würde ich vorübergehend hier dran setzen. Obwohl, ich habe ja gemerkt, die Posts kosten eh kaum Geld. Da setzt man das so dran, dass dann später auch der Zug da ein bisschen dran halten kann.
Nach der Doppelkreuz, nach der Doppelweiche hier. So rum, so rum. Mach mal so rum. So, und im Prinzip reicht's ja, wenn du nur hier rein fährst. Nein, das geht nicht. Ah, Moment, es könnte Folgendes funktionieren. Wenn ich meine arme Weiche wieder entferne. Sie war so schön, aber sie war nicht für die Ewigkeit. Das geht erstmal. Hier können wir eine Doppelweichungskreuze reinsetzen. Und, ja, vielleicht kriegt man das so hin. Bau nicht möglich. Ah, so viel zu dem Thema. Setz mal halt das hier so rum. Oder vielleicht kriegt man es... Na, kriegt man das hier noch hin? Das müsste dann von hier aus so. Also wenn, dann irgendwo hier. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Okay, mach mal so. Ja, und jetzt brauchen wir nochmal drei Züge. Achso, als erstes werden wir Linie 1 ein wenig verkürzen. Du fährst zukünftig nicht mehr dahin, sondern nur noch von da nach da und wieder zurück. So, dann brauchen wir einen neuen Zug mit unserer liebgewonnenen Lok. Und ich, jetzt weiß ich wieder nicht, wie es weitergeht. Und ja, deswegen mache ich jetzt wieder alles aus Gefühl. Ich sage jetzt mal 7 Wagen für eine neue Linie von unserem Verteilerbahnhof zu dem Ding. Dann noch eine neue Linie mit, wie viel habe ich jetzt hier gesagt? 6 Wagen. 6 ist eigentlich schon zu viel. Wir hatten irgendwas mit 5, glaube ich. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch gerade eben, dass unsere Städte sehr bald sehr wachsen werden. Deswegen... Okay, das ist trotzdem nicht so viel. Wir gucken erstmal. Wir machen von hier nach hier auch wieder mit 6 Wagen. Und dann gucken wir, was wir uns noch jetzt leisten können als letzten Zug, der unser Personenzug werden soll. Und der darf dann auch nicht mehr verändert werden oder sonst irgendwas. Ja, 3 Wagen. Wie viele Passagiere sind denn das? 48. Sobald diese Bahnhöfe einmal ein bisschen größer werden, sind 48 lächerlich. Ja, dann nehme ich von dem anderen lieber noch ein paar Wagen weg und... ich kann auch keine Kredite mehr aufnehmen. Nein, dann nehme ich von dem anderen noch ein paar Wagen weg und setze die lieber da dran. So, wie das geht, haben wir ja inzwischen gelernt. Wir setzen hier einfach nochmal den gleichen Zug. Mit einem Wagen weniger, das sollten wir das dann rausbekommen. Den Wert eines Wagens. Das war jetzt Zug 3. Also der hier. Und mal gucken, ob wir bei Linie 2 noch so viel rausschlagen können, dass wir 2 Wagen leisten können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist jetzt auch eher egal. Da haben wir halt noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, du kriegst jetzt noch einen, mein Kollege. So. 64. Selbst 64. Ich bin ganz kurz davor, bei Linie 2 noch einen wegzunehmen. Nee, das brauchen wir eigentlich schon. 35, das... Also 35 Waren werden da hin und her geschoben. Dann doch lieber nochmal einen Wagen bei Linie 2 dran. Weil ich davon ausgehe, dass die Stadt deutlich größeren Verbrauch haben wird. Also wieder Linie 2, Details, Fahrzeugersatz. Setzen wir hier wieder einen Wagen dran. Sofort ersetzen, das kostet dann wieder den Wagen. Ja, es ist schön, dass wir das machen können. Und du kriegst jetzt eine neue Linie von hier nach hier hin. Das sollte jetzt einigermaßen okay aussehen. Achso, wir brauchen Signale. Ansonsten fahren die sich alle gegenseitig auf die Nase. Und wir brauchen noch Geld für Signale. Vielleicht hätte ich den Wagen doch nicht noch kaufen sollen. Aber wir brauchen nicht viele Signale. Hier reicht eins zu. Und jetzt habe ich schon kein Geld mehr für Signale. Oh Gott. Okay, wir nehmen den einen Wagen wieder weg. Details. Wagen wieder weg.
sofort ersetzen. Ja. So, und jetzt noch ein paar Signale, damit das dann auch funktioniert. Eins hierher. Setzen wir zwei noch hier hin. Eins für hier. So. Eins müsste hierher. Und nochmal noch hier zwei. Das sieht doch erstmal okay aus. Das sollte sich auch über die Strecken verteilen. Obwohl, jetzt, wo wir noch Geld haben, sollten wir es auch ausgeben. Ja, machen wir das. Noch ein bisschen feingliedriger hier alles. Damit es auch garantiert keine Staus mehr gibt. So, und dann gucken wir uns mal die Linienverteilung an. Das sollte jetzt alles zweigleisig sein. Sehr schön, der nimmt hier unterschiedliche Eingangsgleise für das Ding. Die hier sind sich auch einig. Und bei dem hier auch wieder zwei Gleise. Okay, würde ich sagen, starten wir mal das Spiel und gucken, was passiert. Ob das hier so einigermaßen hinkommt. Und Linie 4 werde ich gleich mal umbenennen. Normalerweise mache ich das nicht, aber wir nennen das hier die Antiker-Linie. Oder? Antiklinie ist es eigentlich. Antiklinie. Linie. Ach, mach mal Antikerlinie. Warum nicht? Das klingt lustiger. Und natürlich Enter drücken, damit es auch gespeichert wird. So. Damit hast du jetzt einen ganz besonderen Platz bei mir im Liniendingens. Und die nächste Linie 4 müssen wir dann noch manuell auf blau umstellen, damit ich bei den Farben nicht durcheinander komme. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was hier passiert. Als erstes kommst du wieder, also entladest du hier deinen Treibstoff. Das sieht doch schon mal super aus. Und wie viel hast du jetzt entladen? Das könnten, also der hier sollte sehr schnell dabei sein, mit 77 hier hin und her zu fahren. Und alles andere sollte bei den anderen Loks bleiben. Und hier müssen wir dann halt ein bisschen hantieren mit Fahrzeugersatz oder so ähnlich. Dass wir da mehr Fahrzeuge dran setzen. An sich sieht es jetzt erstmal nicht schlecht aus. Wir beobachten mal alle drei Züge, was die jetzt so machen. Achso, wir haben ja vier Züge jetzt. Das habe ich ja vergessen. Na, dann kommst du auch noch dran. So, die ersten Passagiere werden auch schon transportiert. Na eben, der müsste jetzt auch einiges an Geld bringen, der Passagiertransport. Sobald der jetzt einigermaßen... Ja, guck mal, was hier schon wartet. 16 Leute, super. Und das hier dürfte auch bald durch die Decke gehen. Bei den anderen beiden, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das hier... Wir werden sehen, zumindest werden die Städte hoffentlich noch gut versorgt. Achso, da können wir nach hier gucken, die Raten... Vielleicht sind die Raten ja doch ein einigermaßen vernünftiges Tool. Hier, die Rate hat sich verdoppelt, das ist sehr schön. Und die anderen beiden Raten... Ach nee, ich muss hier auf die unteren gucken. Linie 3 und Linie 2. Ja, das dürfte ungefähr hinkommen. Die Stadt ist ja noch nicht so groß. Mein Gefühl ist ganz gut. Jetzt warten wir einfach mal und gucken, ob wir hier irgendwie Gewinn machen oder ob das ein riesengroßes finanzielles Desaster wird. So, wir haben das Jahr 1900, wir haben den sechsachsigen Personenwagen. Wir können ja mal gucken, was der kann. 110 km/h kann der fahren. Aber wir haben keine Lok, die das kann, bis jetzt. Also nützt uns das eh nichts. Außerdem dürfen wir an dem Antikerzug jetzt nichts mehr machen. So oder so nicht. Ach ja, der hier bringt wieder einigermaßen Geld ein. Ich darf nicht vergessen, dass Linie 1 immer noch die alte Lok hat. Das ist sowieso ziemlich schwierig. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein paar neue Loks haben, die sich lohnen. Achso, und was wir jetzt machen können, wir können maximales Darlehen auf 30 Millionen erweitern. Also wenn wir jetzt wieder Geld brauchen, wir können es annehmen. Ich versuche es aber erstmal ohne. So. Das beobachten wir. Wir beobachten mal Zug 4, der kommt am weitesten hier rum. Ja, sieht ein bisschen vollgeklatscht jetzt aus, die ganzen Sachen. Ich nehme das mal hier hin und die ganzen Züge lege ich mal hier auf die rechte Seite.
Also, da könnt ihr sie alle schön beobachten. Und wir sehen trotzdem hier ein bisschen was von der Landschaft. Und ich halte meine Klappe und wir sehen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, die ersten 2 Jahre sind um. In einem haben wir ein bisschen Gewinn gemacht, in dem anderen überhaupt keinen. Das sieht richtig böse aus. Ja, die Antika-Linie macht überhaupt keinen Gewinn, aber das ist nicht der Hauptgrund. Die Linie 3 macht leider auch keinen richtigen Gewinn. Und Linie 3 fährt auch meistens nicht voll, aber auf einmal fährt sie voll. Also jetzt gerade eben. Schlechtes Beispiel. Wir haben jetzt aber neue Fahrzeuge bekommen, und zwar eine neue Lok und einen geschlossenen Güterwagen. Okay, der Güterwagen nützt uns überhaupt nichts, aber zumindest die Lok nützt uns was. 100 km/h. Und diese Kesselwagen halten bis 120. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren, wenn wir unsere Züge nochmal darauf erweitern. Ja, ich würde jetzt eigentlich zur Sicherheit gerne abspeichern. Ja. Das werde ich mal machen. Und je nachdem, wie es geklappt hat, seht ihr jetzt, wie es weitergeht, oder ihr seht jetzt einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Okay, wie ihr seht, das hier sieht ein wenig anders aus als das, was ihr gerade gesehen habt. Tja, was ist passiert? Das eigentliche Spiel, was ihr gerade noch gesehen habt, das ging überhaupt nicht weiter. Wir hatten ja diese verschiedenen Züge und wir hatten gerade eine neue Lok und ich habe die Züge ausgetauscht und ja, wir nehmen so viele Schulden auf, um die Züge auszutauschen, dass es überhaupt sich nicht lohnt und wir nicht aus den Zinsen rauskommen. Das habe ich dann verworfen, die Aufnahme, aber ich bin mir sicher, ihr glaubt mir auch so. Dann habe ich das Spiel nochmal geladen und einfach so alles gelassen, wie es ist. Und ihr habt es eigentlich schon an den Schulden gesehen, auch das wird nicht funktionieren. Dann habe ich nochmal einen älteren Spielstand geladen, da wo wir nur eine Lok hatten. Und ja, das funktioniert zwar, aber wir machen niemals, ich bin da ganz realistisch, wir machen niemals so viel Gewinn, dass wir da realistisch aus den Schulden rauskommen, sondern wir müssten uns irgendwas suchen, was richtig Gewinn macht. Und ja, dann hatte ich noch eine vierte Idee, die habe ich erst gar nicht ausprobiert, sondern ich bin einen Schritt weiter gegangen. Die vierte Idee war, wir machen nur einen Personenzug. Und dann dachte ich mir, wenn wir nur einen Personenzug machen und der sich rentiert, warum soll der sich nicht schon im Jahre 1850 rentieren? Ja, und das habe ich dann ausprobiert. Ich habe jetzt nochmal eine Teststrecke aus dem Jahr 1850 gebaut und am besten können wir die Geschichte dieser Teststrecke nicht an den Finanzen sehen, sondern vielleicht an den Finanzen von Linie 1. Ja, ich habe jetzt leider nichts aufgenommen, weil das war jetzt nur ein Testspiel. Ich wollte einfach sehen, klappt das überhaupt, weil ich sehr, sehr skeptisch war. Und das Blöde ist, es klappt super. Da hätte ich das jetzt gerne aufgenommen. Aber stattdessen, ja, mache ich das jetzt noch als Abschluss des Let's Fails und dann fange ich nochmal neu an. Und sollte das hier auch nicht wirklich funktionieren, werde ich das wahrscheinlich in eine eigene Playlist oder Fail-List eingliedern. Aber ja, das ist jetzt ein komplett neues Kapitel. Und wenn das funktioniert, dann seht ihr das sowieso, denn dann werde ich das parallel zu diesem Let's Play hochladen oder geladen haben. Denn das ist ja die letzte Folge dann von diesem Let's Fail. Ich rede um den heißen Brei rum, aber das macht ja nichts. Das sind ja nur Verwerfungsaufnahmen. Ich wollte euch die Geschichte dieser Linie erzählen. Und zwar, ganz am Anfang habe ich schon mal hier diese großen Bahnhöfe gebaut. Ich habe mir gleich gedacht, dass das mit dem zweiten Straßenanschluss ziemlich gut funktionieren kann. Also habe ich hier, ja, so ungefähr abgeschätzt, einen 160er Bahnhof. Das dürfte einigermaßen passen. Die Stadt hat übrigens selbst die Straßen gebaut. Ich habe erstmal nur diesen doppelten Straßenanschluss gesetzt, mehr nicht. Und die Stadt ist ganz brav allein auf die Idee gekommen, hier diese Straßen zu vervollständigen. Das ist sehr schön. Hier habe ich einen 240er Bahnhof genommen, weil 160, das würde hier irgendwo enden. Aber wenn ich mir gerade anschaue, was für einen riesengroßen Fleck wir hier in der Mitte haben, also das ist ja völlig ungenutztes Land. Das ist ein bisschen schade drum. Ich überlege jetzt gerade ernsthaft, ob wir hier dann doch einen 160er im richtigen Let's Play nehmen. Oder, das ist ja auch keine schlechte Idee, ich setze das zwar hin und setze aber gleich noch ein paar Straßen links und rechts, damit der diesen Platz nutzt. Ja, auf jeden Fall, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Die Strecke dann so einigermaßen hingesetzt und eine Lok drauf. Eine Lok mit einem Wagen. Wie
können wir das denn jetzt am besten sehen? Ach, am besten hier die liegende Übersicht. Okay. Also ein Zug und die Bahnhöfe waren gleich im allerersten Jahr voll. 1851 waren diese Bahnhöfe schon komplett voll und ich dachte mir, okay, wir brauchen einen zweiten Zug, dann habe ich den zweiten Zug gebaut. Und der hat im zweiten Jahr auch schon so einigermaßen Gewinn gemacht. Dann habe ich noch abgewartet, bis die Züge sich so einigermaßen ausgeglichen haben und wir haben dann schon Gewinn gemacht. Nicht genug Gewinn, um wirklich grüne Zahlen auf den Finanzen zu schreiben. Also hier sehen wir immer noch keine grünen Zahlen. Aber zumindest die Bahnhöfe waren voll, die Züge waren voll. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wir sehen ja hier so einen kleinen grünen Überschuss. Wenn wir noch einen Zug reinsetzen, würde das funktionieren. Und ich habe noch den dritten Zug reingesetzt. Und das Ergebnis war, es funktioniert super. Allerdings im nächsten Jahr hat es nicht mehr so gut funktioniert. Warum? Die Züge haben sich so einigermaßen ausgeglichen, jetzt von den Abständen her. Aber es ist immer so, ein Zug ist komplett voll, ein Zug ist so semi-voll und ein Zug ist nur zur Hälfte gefüllt. Und wenn wir einen Wagen wegnehmen würden, dann würden die nur 42 passen und das ist immer noch so viel wie der. Also ich denke mir mal, wir sparen uns jetzt, ich probiere das einfach mal aus, wir sparen uns jetzt hier den einen Wagen, sofort ersetzen. Wir kriegen sogar noch, nee, ich muss Geld bezahlen, das ist aber schlecht. Wir haben sowieso schon viel zu viel Kredit. Okay, kriegst du nochmal ganz neue, tolle Wagen und ein bisschen weniger davon. Und ich denke mir mal, das ist jetzt die goldene Formel. Ich denke mir mal, damit haben wir jetzt ein Setup erreicht, mit dem wir dieses Spiel starten können. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das jetzt schon funktionieren wird. Ich gehe jetzt mal, also ich mache jetzt einfach mal weiter. Und ich bin richtig aufgeregt, denn ja, das hier ist wirklich ein super, super Start. So, Züge sind zum größten Teil schon ausgetauscht. Nein, einer ist ausgetauscht, die anderen beiden warten noch darauf. Die Zugbewertung ist eigentlich auch relativ schlecht. Also diese arme Lok, die allererste, die müsste ich hier ganz schön abmühen, um überhaupt diese Wagen in Bewegung zu setzen. Ich denke mir mal, das wird mit drei Wagen dann auch ein wenig leichter. Bist du der mit drei Wagen? Ja. Was ist deine Bewertung? Ah, mittelmäßig nur noch. Ja, also drei Wagen. Wir können ja dann, wir haben es mittlerweile 1858. Wir können mittlerweile auch eine bessere Lok bauen, und zwar die hier. Dass es mit der besser klappt, das ist mir sowieso klar. Aber ich will ja ein Setup sehen, mit dem wir schon mit dem allerersten Zug Gewinn machen können. Und das scheint es zu sein, das scheint es zu sein. Jetzt sind mittlerweile zwei Züge erneuert worden, jetzt sind alle drei Züge erneuert worden. Das wäre jetzt quasi das, von dem ich glaube, dass es gut funktionieren kann und wird. Hier sehen wir zwar eine grüne Zahl, aber die ist halt immer noch geringer als unsere Zinsen und die Gebäudeunterhalte. Ja, Gebäudeunterhalte oder Kosten. Wenn wir die nicht hätten, wir wären schon im Grünen. Aber naja, wir können ja gleich am Anfang das so hier hinsetzen. Dann sparen wir uns den größten Teil des Kredites oder beziehungsweise der Kreditzinsen. Das hier wird sich sowieso von alleine bauen. Na, hier würde ich dann vielleicht noch eine Straße ansetzen. Aber das, ich finde es immer noch albern zu sagen, was ich jetzt gleich machen möchte. Weil ich werde es schon gemacht haben in dem Moment, wo ihr diese Folge seht. Aber wir warten jetzt nochmal das Jahr 1859 ab. 1859. Ja, 1819, das würde ich noch ein paar Mal vertauschen. Auch in dem richtigen Let's Play werde ich das jetzt gleich vertauschen. Aber es sieht gut aus. Die Bahnhöfe sind immer noch nicht so gut gefüllt. Bist du voll? Der ist immer noch nicht voll. Aber der macht zumindest weniger Kosten. Der dürfte voll sein. Selbst da nicht, selbst da nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ja, wie weit soll ich den Bahnhof denn auch reinsetzen? Hier sieht es schon mal ziemlich gut aus mit Reichweite. Ich überlege auch gerade, wenn der Straßenanschluss... Das ist doch sowieso nur ein Testspiel. Ist es doch sowieso. Da können wir doch jetzt hier noch ein bisschen herumalbern. Dass sich das einigermaßen lohnt, das glaube ich. Ich gucke jetzt erstmal wirklich, wie das Jahr 59 abläuft. Wir werden noch ein bisschen beschleunigen. Okay, ich bin begeistert. Wie wir sehen, Leute, die Züge sind durchgängig voll. Mittlerweile sind so viele Leute auf den Bahnhöfen, dass es sich eventuell lohnt, für einen dieser drei Züge
noch einen zusätzlichen Wagen dran zu hängen, aber muss auch nicht sein, denn zu dem Zeitpunkt, wo sich das alles ausgeglichen hat, spätestens dann sollte auch im richtigen Spiel dann 1885 sein. Nicht 85, 58. Meine Güte, das werde ich auch noch öfters mal falsch sagen. Wir würden Gewinn machen, wir würden deutlich Gewinn machen, wenn wir nicht diese extrem hohen Zinsen hätten, aber die haben wir dann auch nicht. Und, perfekt. Also das ist doch schon mal super. Ich werde jetzt nur noch mal, weil ich es mal ausprobieren wollte, gucken, wie dieser Bahnhof sich macht, wenn der ein wenig kleiner ist. Wir werden dich jetzt mal... Wir nehmen noch einen Bergkredit auf, was soll's. Wir machen dich jetzt ein wenig kleiner. Tut mir leid, du schrumpfst jetzt ein wenig. Ja, anwenden. Wir legen mal das Gleis hier rein. So, und dann muss ich die Stadt halt neu anpassen. Beziehungsweise, wenn wir... Muss sie sich nicht. Wir geben das zumindest für eine Seite mal vor. Ja, okay, dann erreichen wir das hier alles nicht. Ich weiß nicht, ob wir das erreichen würden, wenn wir das hier setzen. Hm. Ja, würden wir auch. Hm. Aber mir gefällt jetzt ehrlich gesagt das Szenario besser mit, dass das ein langer Bahnhof wird. Und wir setzen dann einfach manuell hier irgendwie die Straßen rein. Beziehungsweise, warum eigentlich? Warum sollen die Städte sich nicht selber kümmern? Hm. Ich weiß es nicht. Das entscheide ich noch sehr, sehr spontan jetzt gleich im richtigen Let's Play. Aber ich bin überzeugt, dass das jetzt das ist, mit dem wir dann gewinnen werden. Ich will auch gar nicht zu weit spielen. Ich will auch gar nicht jetzt ausprobieren, wie die besseren Loks funktionieren. Ich bin sicher, die funktionieren einwandfrei. Aber ja, ein bisschen was fürs richtige Let's Play will ich mir noch aufheben. Ein bisschen Spannung noch für mich selber mit reinbringen. Ich bin froh, dass ich endlich was gefunden habe, mit dem ich hier, naja, gewinnen kann. Und ich erinnere mich gerade an die zweite Mission von der Amerika-Kampagne. Die Anekdote muss ich noch bringen. Da habe ich doch selber gesagt, da habe ich gelernt, dass man mit Passagierzügen früh auch relativ viel Geld machen kann. Warum habe ich mich nicht sofort daran erinnert? Okay, ich dachte halt, weil das bei LKWs partout nicht klappt. Also mit Bussen, bin ich ganz ehrlich, mit Bussen kann ich immer noch kein großes Geld machen. Aber mit Zügen? Passagierzügen? Ja, wir sehen es doch. Wir sehen doch hier die hohen Gewinne. Die größer sind als Betriebskosten. Das ignorieren wir und dann hätten wir hier schöne grüne Zahlen. Also, ja, warum nicht? Hm. Hier bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ach, es wird ein kleiner Bahnhof. Sag ich jetzt einfach mal so. Ihr wisst es doch sowieso schon. Ihr habt doch schon die richtigen Folgen gesehen. Wem erzähle ich da was? Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, die sich das hier alles angeguckt haben und gesehen haben und mitbekommen haben, wie ich quasi auf diesen Weg gekommen bin. Erstmal durch eine ganz große Fehlstrecke. Aber das ist eigentlich immer noch nicht schlecht. Ich meine, wir wissen ja aus diesen Let's Fails, wir wissen doch, dass das hier sich später auch lohnen wird mit Öl. Wir hatten dann bloß immer die Kreditzinsen im Nacken, aber eigentlich mit dem übernächsten Zug, mit der Baldwin, also der nächsten Baldwin, da hat sich doch auch das Öl schon gelohnt. Und zwar richtig gut gelohnt. Und mit dem nächsten, was dann kommt, ich glaube, das war der Mogul, dann erst recht. Also, ich bin gespannt. Ich bin jetzt gespannt. Ihr seid wahrscheinlich total gelangweilt, weil das wisst ihr jetzt schon alles. Aber oh, einfach nur, ich will es nochmal betonen, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Und ich sehe gerade, hier sind immer noch gerade nicht so viele Passagiere. Okay. Ah doch, da kam jetzt gerade noch ein paar dazu, ganz kurz bevor der Zug anfuhr. Oder vielleicht liegt es daran, dass dieser Bahnhof jetzt irgendwie eine andere Reichweite hat. Guck mal, die da oben, ich meine, die wären dabei gewesen, als der Bahnhof noch ein wenig länger war. Wir probieren es mal aus. Ne, das ist ja egal. Die Gleise sind ein bisschen weg. Dann können wir dich nochmal erweitern. Wieder. Anwenden, das dürfte so... Hm. Aber jetzt können wir ja sehen, was sich an Reichweiten verändert. Okay, wenn wir das niedriger machen, dann kommt das da oben noch dazu. Interessant. Ah. Ach nee, wenn wir das niedriger machen, dann... Warte mal, wenn ich das schließe. Das ist sowieso dabei. Nochmal erweitern. So, anwenden. Dann sind die trotzdem nicht da drin. Das ist aber Betrug. Okay, die Anzeige gefällt mir überhaupt nicht. Kriegen wir vielleicht noch was von den Häusern mit rein, wenn wir hier was reinsetzen? Nee, das geht maximal bis hierher. Okay, hm.
Schwierig, schwierig. Wir sehen hier gerade eine richtige Asphaltstraße schon. Extra für unseren Bahnhof wird hier noch Asphalt gebaut. Auch sehr lustig. Haben wir überhaupt schon Asphaltstraßen hier? Ja, wir haben eine große Straße. Okay, der baut jetzt schon eine große Straße. Sehr interessant. Okay. Aber warum nicht? So, bevor ich das hier noch länger in die Länge ziehe. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und jetzt beende ich die Folge definitiv. Beginne eine neue Folge und... Ja, wir haben uns schon längst da drin gesehen, aber für den Vergangenheitsprofessor hin ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, tschüss.